Hallo zusammen, das ist der Bastkräftmecke. Heute sind wir miteinander auf der Suche nach Christelis Höhle. Und zwar nicht die, wo wir schon mal gewesen sind, sondern die erste, wo Christeli sich zuerst versteckt hat, bevor er an die Feldjäger verraten worden ist. Der Marco und die Höhlenforscher haben die vor 2 Wochen entdeckt. Mal schauen, ob wir die auch finden. Ha! Da haben wir hier schon Eis. Und oben hat es etwas, das wie eine Höhle aussieht. Ist das echt Christelis Höhle? Ah nein, da hat er keinen Platz drin. Jetzt haben wir da wieder so ein Hütchen gefunden. Die Erika steuert zu. Mal schauen, ob es offen ist. Noch ein bisschen zaghaft. Ha! Offen. Wunderschönes Hütchen. Und wie die meisten Hütten in dieser Umgebung, gut ausgestattet mit Pfannen. Da seht ihr kaum, Deckel hat es auch genug. Ja, da lässt sich leben. Oh, es hat ein Buch, das wir auch noch einschreiben. Tun wir uns hier ins Buch eintragen, dass der Förster sieht, wie viele Leute das schon da waren. Das ist noch eine gute Sache. Oder? Wir wollen wissen, was du schreibst. Nein! Ich weiss gar nicht, dass ich schreiben soll. Ich schreibe einfach Bastkräfte, Mecke. Das lange. Danke, kannst du aufhören. Kannst du das Foto? Kommt Erika. Malt das Blümchen das Buch rein. Ja, genau. Erika, mach ein Blümchen. Du bist eine Frau, du musst so etwas machen. Muss ich nicht. Sind wir schon ziemlich weit hinten. Goldinger Tal ist Nebel. Die Hochhand. Die Sonne. Wir stechen jetzt hier steil den Wald ab. Geht hier überall runter. In die Schlucht. Erika, kommst du da durch? Wir gehen jetzt hier auf den Kret oben. Das hier unten könnte eventuell Christelis Höhle sein. Und wenn sie nicht ist, dann haben wir etwas Neues entdeckt. Aber ich glaube, sie sind. Dann müssen wir nur noch dort runterkommen. Dann müssen wir entweder durch die Schlucht runter. Wenn wir schauen, ob das geht. Und sonst müssen wir dann links vorbei. Das ist ein haarsträubender Weg. Wurzelkletterei. Der Erika schafft es, glaube ich, auch. Ja! Yeah! Kannst du bremsen? Ja. Da will sie auf runter gehen. Die hinten. Das nimmt dich zu laufen. Mhm. Besser, wir haben Leib statt Schnee. Das darf man nicht hören. Er wartet sehnlichst auf den Schnee. Er schafft es. Mit Schnee würde er es nämlich gar nicht schaffen. Aha. Wunderbar. Leck, wir sind so alle stolz auf dich. Ist aber kein Witz. Bist du stolz auf den Bastkräftmecke? Ja, ja. Gut. Ja, ja, bis dran. Also, mit größter Mühe sucht sich der Bastkräftmecke einen Weg da runter. Mhm. Oh. Ist die Kamera abgerutscht? Nein. Ja, kannst du weiter. So, da ist das Würzeli. Weißt du, dass die schlechte Nachricht ist? Oder? Nein. Da geht es nicht mehr weiter. Ja, das habe ich jetzt überdenkt. Ja, gut, man kann einfach runter. Scheiße, jetzt kannst du das Seil noch ja. Nein, da kommen wir nicht mehr weiter. Scheiße! Ja, nein, jetzt kommst du rauf und gehst da links runter. Im Gräbli rein. Nein, dann geht es auch nicht. Im Gräbli rein kommen wir nicht runter. Mal, warte, ich gehe. Erika, da liegt das Handy. Ja, eben. Das ist Christelis Handy. Ja. Voll. Hast du den Kopf von dem? So. Wir stehen jetzt hier vor dieser berühmten Christelis Höhle. Gehen wir mal schauen, ob Christian noch da ist. Ha! Er
haben jetzt hier schon den ersten Hinweis gefunden. Konservenverpflegung von der französischen Armee. Wir sind dem Christeli auf der Spur. Das ist aber russisch. Das ist aber russisch. Da ist ein Ding drauf. Also schauen wir weiter. Jetzt machen wir, gehen wir die Sache müssen vom Weg zum Eingang. Ist er da? Christian! Du musst mit Akzent. Christian! Ja, das hat der Foxy gemacht. Das ist ein Feuer. Aber das ist Spasskraft Foxys Werk, nicht von Christian. Schauen wir uns einmal in dieser Höhle um. Ja, es ist wundlich. Da hat es noch Spuren. Aber es sind keine Nagelschuhe. Das war auch der Foxy. Nicht von mir. Ja. Ja, da bin ich zurückgestanden. Nagelschuhe? Nein. Endlich haben wir die legendäre Christelis-Höhle gefunden. Wir haben schon gedacht, sie existiere nicht. Aber da ist sie. Also haben die Sagen doch etwas Wahres an sich. Ah, da steht da geschrieben. Christian. Ja. Ja. Haben wir da Tommy-Senf gefunden. Hey, alles aus dieser Zeit. Doch entdeckt hier. Vielleicht ist Christelis Goldschatz versteckt. Aber es ist zu träge zum Hinteren kriechen. Jetzt finde ich dann einen Schatz. Machen, ja, sicher. Würde ich gerade heiraten. Irgendetwas Rotes. Was ist das, Erika? Oh, das ist etwas von Christeli. Ja. Du hast alles Licht. Ja. Was? Hammer und Sichle. Ist Christeli ein Roter gewesen? Ich glaube, Geschichte muss neu geschrieben werden. Christeli ist kein französischer Offizier, sondern ein Kommunist gewesen, ja. Der sich dort verstecken musste. Ja. Da liegt dann noch ein Bügelverschluss von Christelis Most. Es ist also wirklich historisch sehr interessant hier oben. Und da hat es noch ein Gämsi. Das hat sicher auch Christeli gegessen. Ja, jetzt ist die Wissenschaft wieder um einiges reicher. Ja, wegen uns. Wegen uns. Christeli war ein Kommunist gewesen, hat Tommy-Senf gegessen, Konservendose und dann ein Bügelverschluss Most runtergeleert. Ja. So, liebe Leute, jetzt haben wir Christelis Höhle gefunden. Das letzte, was mir noch gefehlt hat. Jetzt habe ich wirklich keine Perspektive mehr. Jetzt höre ich auf, Bastkräfte. Bis zum nächsten Mal. Nein, bis zum nächsten Mal gibt es gar nicht. Also, ciao zusammen, macht's gut. Ja, das Töchterli muss ich grüßen. Ja. Von Peter. Ja, ich weiss nicht, wie sie heisst. Also, ist egal. Ich grüße noch Peter, sein Töchterli. Weil sie auch einer von den weniger Waschkraft-Mecken-Fan ist. Aber wegen dem höre ich glaube doch auf. Gang nicht halt allein. Vielleicht kommt jemand mal mit mir. Schon den Retourweg gefunden. Queren wir runter. Das ist Christelis zweite Höhle. Oder Christelis WC. Der ist ja sicher schiessen. Toilette de Christian. Ja, aber schau, das ist ein schöner Pilz. Oh, das ist wirklich schön. So, Erika hat die Alternativroute gefunden. Gehen wir hier hoch. Der ganze Wiese voller Thymian. Schön. Der Nebel steigt langsam. Bald ist er wie uns oben. Sehen wir dann nicht einmal den Sonnenuntergang. Jetzt freust du dich auf so einen romantischen Sonnenuntergang. Dann ziehen die Wolken aus und sauen da den ganzen Scheiß. Ah. Schau mal den Nebel, ey. Sieht super cool aus. Aber bald ist er da oben. Aber ich glaube, das gibt keinen Sonnenuntergang.